Hi Leute und ein herzliches Willkommen bei einer weiteren Aufnahme Minecraft Vanilla im Jahre 2023. Erstmal frühstücken. Haben wir geschlafen? Nee, es ist abends, aber dann können wir auch mal kurz mal gucken, wie hier die Aussicht ist. Wir müssen auch unbedingt mal in das Schneebiom, vielleicht finden wir irgendwas Cooles. Genau, und das hier sieht alles super toll aus. Und hier machen wir natürlich noch die Inneneinrichtung. Und genau. Gut, dann werden wir jetzt aber erstmal schlafen. Und ich glaube, das, was wir jetzt machen, ist ein Hühnergehege. So. Und erstmal Entschuldigung, heute kommt die Folge ein bisschen später. Bei Kat heute. Ach, ich hatte heute irgendwie so ein bisschen so. Boah. Oh, kennt ihr das? Achso, ich wollte die Kartoffeln noch einpflanzen. Und das unheilvolle Banner. Jetzt dauert der wieder länger, ne? Ich dussel. So, unheilvolles Banner. Haben wir schon 3 Stück. So, was wollte ich? Brot könnten wir eigentlich auch machen. So, die Hacke nehme ich mal raus. Wir können neue Felder anlegen. Wir können neue Felder anlegen. Habe ich eine Schippe? Was wir eh mal machen können, das Eisen einschmelzen. So. Genau. Eine Schippe wollte ich noch machen, ne? Und ein Eimer. Oh, gruseliges Lied. Ein Eimer. Wir haben nur einen damit, war. Müssen wir neu craften, ne? Da. Jetzt haben wir alles, denke ich. So, genau, hier kommen mehrere Kartoffeln raus. 4 Stück. Na, das lohnt sich aber. Genau, das wird hier unsere Eimerzucht. Ich mache hier daraus so mal so. Man könnte hier noch eine Workbench irgendwo hinmachen, oder? Das wäre gar nicht so verkehrt. So im Boden vielleicht. Dann haben wir hier immer eine. Genau. Obwohl, warum eigentlich im Boden? Man darf die doch ruhig sehen, oder? Dass hier eine Workbench steht, da könnte man vielleicht. Jetzt habe ich 2, ich hatte noch eine mit. Direkt eine hier so ranstellen. Maybe. Why not? Genau, mal direkt mal so. Davon braucht man nämlich ganz viel. So, und dann werden wir jetzt erstmal ernten. Wenn das mal im Real Life so schnell gehen würde, wa? Hätten wir keine Hungersnot mehr auf der Welt. Aber samentechnisch ist das wirklich sehr ergiebig. So.
Das machen wir genauso, oder? Mit so einem Weg. Dass wir immer so einen Weg hier durchgängig machen. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich überlege gerade nur, wo wir das Hühner-Dings hin machen. Das ist jetzt die Frage der Fragen. Weil ich würde das schon gern ein bisschen größer machen und mit Stallung dran. Also mit so einem Unterstand, damit die nicht so der Witterung ausgeliefert sind, die armen Hühner. Damit es einfach ein bisschen freundlicher aussieht. Zaun. Aber dafür brauchen wir wieder Holz. Und zwar Eichenholz. Haben wir noch Eichenholz irgendwo? Oder war das letzte der Gefühle? Ah, wir haben noch das. Das ist gut. Und wir haben noch Zäune. Zäune, Zäune. Oh, ein Komposter. Siehst du? Ja, was brauchen wir denn für Zaun? Ah, brauchen wir noch normales Holz. Ich glaube, wir machen uns direkt erstmal... noch zwei Äxte. Ja. Ich kann echt viel wegpacken hier. Kupfer mache ich jetzt auch erstmal hier rein in die Kupferleiste. Den Ofen hoch. Das werden wir alles noch besser sortieren. Dann holen wir uns erstmal noch ein paar Eichen. Oh, der Wald musste ganz schön weichen, ne? Aber so ist das nun mal. Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. So. Genau, und dann können wir uns ein schönes Gehege bauen und dann haben wir auch immer Federn, wenn wir denn die Hühner bereitwillig umbringen wollen. Müssen wir ja irgendwie, ja. Also man kann in Minecraft nicht vegan leben, weil wir brauchen das ganze Zeug. So. Was droppen die, wenn man Hühnerfleisch und Federn und Eier droppen die, ohne dass man sie töten muss? Aber man muss sie trotzdem einfärchen und ausbeuten. Bei Kühen geht es überhaupt gar nicht anders. Die muss man killen, um Leder zu bekommen. Es geht irgendwie nur in Life in the Woods, ne? Da kann man vegan leben, ne?
Da kann man irgendwie so Tierfallen bauen, wo dann einfach Sachen spawnen. Leder und so. Also das, was die Tiere droppen, spawnen diese Tierfallen dann. Also man muss da nichts mehr töten. Obwohl ja das Spiel simulieren soll, oder diese Mechanik simulieren soll, dass da Tiere in die Falle geraten. Wir müssen schlafen. Machen wir direkt hier. Dann können wir eigentlich unseren Forstwald auch bald mal anlegen, oder? So ein Wald, der nur vor Holzhacken da ist. Vielleicht noch mit einer Parkbank. Dim, di, di, dim. Das war ja doof. Kann man eigentlich, wenn man Bäume anpflanzt, verhindern, dass sie so eine Oschis wären? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das ist completely random, oder? Haben wir alles erwischt? Haben wir alles. Oh, wir haben schon einen Stack. Sehr gut. Und Hunger haben wir auch. Na, Juti. Dann würde ich sagen, vielleicht hinter den Feldern. Dass wir hinter den Feldern Gehege bauen. Dass wir hier noch ein bisschen Platz wieder lassen. Weil ich es schön geräumig haben will. Und eine Tür noch. Eins, zwei, drei, vier. Oh, hätte ich mal die Laternen nicht weggepackt, ich dödel. Brauchen wir ja auch, damit es schick aussieht. Die haben aber sehr hoch gemacht. War das mit Absicht so? Ja, so hoch war es. Hier muss er hin. Das wäre denn das Kartoffelfeld.
Na, na, na. Na, na, na. Da, 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 da. Was mache ich denn? Nee, doch, war doch richtig, oder? War doch richtig. Ich bin schon ganz verunsichert hier. Wir können apropos noch Schilder ranbauen, was wir da eigentlich anbauen. Das ist eigentlich auch immer swaggy. Oh, geht das denn nicht mehr? Das ist ja fies. Huch. Sehr schön. Aber der Zaun hier ist falsch. Hier kommt nämlich Water hin. Hätten wir einfach mal 30 Eimer gemacht. Aber so geht's auch. Kann man hier nicht? Nee. Wir haben ja die Zeit, ne? Warum immer so unter Druck setzen? Der Weg ist das Ziel. Die vielen Wege sind das Ziel. Dö, gar kein Problem. Ein bisschen noch, Leute. Jetzt. Wie sieht's eigentlich aus? Wann ist das Dach grün? Blitzableiter soll ich da noch hinbauen. Soll irgendwie besser sein. Falls dann Blitz einschlägt, könnten die grünen Blöcke nämlich wieder zu normalem Kupfer werden. Da muss ich mal gucken, wie man das baut. So. Gut, jetzt hole ich mal Schilder. Hier können wir ja wirklich Sense machen, obwohl mir gefällt das hier außenrum sowieso nicht wirklich. Wie wir das hier gemacht haben. Das werde ich irgendwie anders machen. Ach komm, wenn wir nur dabei sind, reißen wir das gleich ab. Aber nur die Zaunis, weil dann ist nämlich vorbei.
könnte man irgendwie auch eine Steinmauer drum machen und man musste der dann nicht so komisch machen, wie ich das hier gedacht habe. Ach, das war ja eh nur so ein bisschen Rummispiele so. Wenn wir das hier abreißen, könnten wir den Weg weiter hier runter machen. Dann könnten wir bis unten, bis zur Küste Felder machen. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. So. Wisst ihr? Das kommt dann alles weg. Ich knabber das nur schon mal ein bisschen an, damit ich das nicht vergesse für die nächste Folge. Dann bauen wir da einen anderen coolen Sockel für unseren Turm. Der dann einfach cooler ist, oder? Seid ihr dabei? Sag mal ja. So. Na gut. Dann soll es das gewesen sein für heute. Nächstes Mal wieder Hike, wieder mehr Luft, mehr Zeit. Ich drücke jetzt schnell auf Upload, damit die Folge heute noch pünktlich kommt. Oder was heißt pünktlich? Dass sie nicht erst sonst irgendwann kommt. Also für euch ist es bestimmt schon um 7 oder so. Na gut. Tschüss, ihr kleinen Mäuse. Tschüssi.